Herzlich willkommen in der Zwischenrunde. Und das hier, das ist die Hacke von Kevin Ikache, die das 1:0 gegen den TuS Langenheide markiert. Viele Anhänger haben in Schwarz und Rot den Weg nach Bockholzhausen gefunden. Ja, es war ein richtiges Scheibenschießen. 12:0 gewann der SC Peklo gegen TuS Langenheide. Hier die Tore im Schnelldurchlauf. Das 2:0 durch Osman Solmans. Dennis Schmidt mit einem Doppelpack. Erst ein Strahl und dann ein Schlenzer in die lange Ecke nach einer tollen Kombination. Und erneut ist es Osman Solmans, der seinem Bruder aber auch keine Chance lässt. Vincent Hohl aus dem Hinterhalt mit dem halben Dutzend. Na klar, auch der Youngster Marvin Heinsch kann Tore schießen. Florian Koch mit der Spitze und Kevin Ikache hält nur noch den Fuß hin. Gerrit Weinreich hier mit einem tollen Solo, er lässt sie alle stehen, markiert das Tor. Und dann Daniel Schnadwinkel mit einer mustergültigen Vorarbeit. Nico Sandkühler vollstreckt diese. Ja, und wenn alle treffen, dann trifft auch unser Pavel, der Kapitän. Klasse, Junge. Ja, das war doch mal ein gelungener Auftakt am zweiten Tag. Die Fans freuen sich auch auf die nächste Partie. Wie am Vortag geht es im Stadtderby gegen die SPVG Versmold. Doch bevor es losgeht, überprüfen wir, ob wir den richtigen Benzel haben. Na klar, das ist er. Und er zeigte bislang tolle Paraden. Die Sportvereinigung erlebte ein Déjà-vu, oder heißt es Fame? Egal, denn wie am Vortag erzielte Osman Solmans die ersten beiden Treffer gegen die Blauen. Ja, es sollte sich doch eigentlich herumgesprochen haben, dass er nicht viele Chancen benötigt. Hier lässt der Keeper abklatschen und der SCP sagt Dankeschön. Ja, Osman Solmans, die Präzision von einem Schweizer Uhrwerk. Vincent Hall überlistet in der 8. Minute in Franz Beckenbauer-Manier den eigenen Torwart. Ja, das kann natürlich passieren, ist aber extrem ärgerlich, denn in der Folge wurde es etwas hektischer. Ein schnell ausgeführter Eckstoß beendet aber alle Zweifel. Kevin Ikache ist hier erfolgreich. Und wissen Sie, was passiert, wenn Sie alle Tasten auf der PlayStation gleichzeitig drücken? Nein? Ja, dann fragen Sie Sergeant Özdil oder genießen Sie einfach diesen Moment. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Hut ab, Junge! Da hilft auch keine verbotene Grätsche mehr. Der Junge ist einfach genial. Vor dem Spiel gegen die SPVG Steinhagen schaut Vincent Hall ein wenig ungläubig. Aber er kommt wie seine Mannschaftskollegen nicht drumherum. Die Jungs müssen eine alte Strafe von 10 Liegestütz für ein kassiertes Eckentor einlösen. Na, für unseren Pavel ist das kein Problem. Die Steinhagener stehen nach nur 2 Punkten aus den ersten beiden Partien etwas unter Druck. Aber bereits in der 2. Minute laden sie den SCP ein. Kevin Ikache zündet die Rakete und vollstreckt nach einem Solmans-Tunnel zur Führung. Aber keine 2 Minuten später kassiert der SCP den Ausgleich. Sertan Özdil lässt seinem Gegenspieler hier einfach viel zu viel Platz. Ja, und wie Sie hören, hören Sie nichts. Der SCP-Fanblock verstummte kurzzeitig, aber nur für einen kurzen Augenblick. In einer fairen Partie ging es hoch und runter. Beide Mannschaften mit einem offenen Visier. Hier, Florian Pixer setzt sich gut an der Bande durch, scheitert aber leider hier am Pfosten. Und Kevin Ikache am guten Torwart. Erneut Eckstoß für den SCP. Florian Pixer spielt hier den Ball auf Gerrit Weinreich. Aber der verliert den Ball. Und nun läuft Steinhagen allein auf Roman Benzel zu. Aber ja, sie verziehen im langen Pfosten zum Glück. Dann kurz vor Schluss erneut ein Konter der Steinhagener. Aber da spielen sie nicht gut aus. Hier der Fehlpass. Schnatti nimmt Fahrt auf. Auf Sergio Nötzdiel. Und wenn er nicht weiß, wo mit dem Ball. Der dann zu Osman Solmans und 2:1. Klasse, Junge! Was ein Spiel! Super! Dann war das Spiel zu Ende. Gute Laune, aber nicht nur auf der Tribüne. Nein, in der Kabine spürte man Erleichterung. Der Sieg gegen den Favoriten gibt Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Ja, und hier ist Hugo mit etwas Verspätung angereist. Begrüßt er seine Fans, die Fans des SC Peklo. Rein in die nächste Partie gegen den B-Ligisten TuS Ober-Ravensberg. Osman Solmans hier mit dem 1:0. Dann
aber jubelten die zahlreichen Anhänger des Gastgebers. Und warum? Sehen Sie hier, die Nummer 13. Lescozi, keine Chance. Mit dem Wiederanpfiff vertändelt Gerrit Weinreich unglücklich den Ball. Aber zum Glück können die Solweiler hier kein Kapital rausschlagen. Und was macht Pavel in der nächsten Aktion? Let's Dance? Junge, Junge, spätestens jetzt wäre eine Solweiler Führung nicht unverdient gewesen. Aber zum Glück können wir uns auf den britischen Humor von Vincent Hall verlassen. Trocken in der letzten Spielminute mit der Seite ins lange Eck. Dennoch sind 17 Sekunden zu spielen. Solberg wirft alles nach vorne. Kusi zum ersten. Kusi zum zweiten. Und mit dem Abpfiff Kusi zum dritten. Puh, ja, das war ein hartes Stück Arbeit. Der SC Pekkelo ist froh, zwei solche guten Torhüter in seinen Reihen haben zu dürfen. Und was sehen wir hier? Das Familienduell mit Werner Schulze-Herdl? Nein, es ist das alljährliche Foto der sympathischen Solmaz-Brüder. In der letzten Partie des Tages gegen Türksport Scheinern wollten uns Osman und Kevin mit einem tollen Anstoßtrick überraschen. Naja, vielleicht dann beim nächsten Mal. Gerrit Weinreich behält im Strafraum mit seiner feinen Technik den Überblick und legt für Dennis Schmidt zum 1:0 auf. Ecke Schmidt. Tor Solmaz. 2:0. Pass Schmidt, Tor Solmaz, 3:0. Die SCP-Abwehr, einen Augenblick nachlässig und kassiert so durch Aslan das 3:1. Wieder Ecke Pekkelo, Ball flach halten ist Quatsch und so macht Solmaz das 4:1. Und beim nächsten Konter ist es wieder Osman Solmaz, Fußballgott, unglaublich der Kerl. Aber auch das letzte Tor erzielt Solmaz, aber der andere, also sein Bruder, für Türksport Steinhagen zum 5:2 Endstand. Die Zwischenrunde mit 5 Spielen hat Kraft gekostet, aber es hat sich absolut gelohnt. 5 Spiele, 5 Siege, wunderbar. Und nun ab in die Finalrunde, der SV Heger wartet im Viertelfinale.